Moin Leute! Am heutigen Tag eröffnen wir unseren eigenen Mediamarkt und zwar beim Tech Store Simulator. Wir sind im Besitz von insgesamt 1000 US-Dollar. Hier ist unser wunderschöner Laden. Die Umgebung sieht krass aus, da drüben ist die Konkurrenz. Und wir sollen jetzt als erstes mal einen Lieferanten auswählen. Einen Manager müssen wir rein. Die beliefern uns mit Tastaturen, Mäusen und einem Regal. Finde ich gut. So, dann kaufen wir noch einmal ein. Einmal ein Shelf. Ja, danke. Kaufe ich. Das steht jetzt hier. Oh, fängt an zu regnen. So, das grapsche ich mir. Open. Oh, ja. Das stelle ich dann einfach mal hier an die Wand. Zack. Sehr gut. Ah, ja, genau. Jetzt müssen wir hier noch. Warte mal. Wir haben zu wenig Kohle. Ich kaufe dann ein paar Tastaturen. Ein paar Gaming-Tastaturen. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. Da hat jeder Bock drauf. Obwohl, ich finde, eine Maus ist schon wichtiger. So. Für drei. Oh! Alter! Zack, zack, zack. Ist da noch was drin? Ich drop mal. Nö. Kann ich das jetzt auch irgendwo in den Müll schmeißen? Ah ja, hier. Gut. Ah ja, wir gehen zum Computer und jetzt können wir hier open. Hier ist die Kasse. Aber für wie viel verkaufe ich denn jetzt da so eine Tastatur? Wo kann ich das denn einsehen? Ah, oben sehen wir auch, wir sind aktuell Level 1. Oh, guten Tag, Ma'am. Kann ich Sie von einer großartigen Gaming-Tastatur überraschen, also begeistern? Guck mal, ja, kommt mal alle ran hier. Where is Blood Aurus? Ist das die Maus Blood Aurus? Space to Checkout. Zack, Checkout. Oh, warte, ich habe jetzt, glaube ich, die Kohle. Warte mal ab. Die Aurus, die Maus kommt jetzt auch. Ja, 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 die kommt, die ist jetzt da. Da kommt jetzt auch. Zack, ich hole. Und da ist ja schon alles ausverkauft. Warte, die Mäusis kommen hier hin. Ich muss das kurz im Müll schmeißen. Ich hole auch noch die Tastatur. Wartet, wartet, wartet. Leute, ihr stresst mich. Zack, zack. Komm, kriegen wir hin. So, 324, das geht durch, oder was? Ja. Zack, dann haben wir gleich beides. Wir haben zwar nur noch 26. Da ist ein Kind! Junge, ich habe, glaube ich, noch nie in so einem Spiel so Kinder gesehen. Es sind immer nur Erwachsene, die eingekauft haben. So, schmeiße ich hier wieder Müll. So, guten Tag, hallo. Geile Gaming-Tastatur. Die sieht aber wirklich ganz gut aus. So, gibt's jetzt mal beides? Nee. Okay, nächste Aufgabe. Level 4 insgesamt erreichen. Guten Tag, Sir. Warum laufen Sie so Schlangenlinien? Aber ich sage euch mal hallo. Weil ich bin höflich. Hallo, seid ihr zusammen hier? Korrekt. Korrekt. Aber sie kaufen nicht beides zusammen. Also es ist jetzt nicht so, dass das mal eine Tastatur und eine Gaming-Dingeling kauft, sondern immer meistens nur eins alleine. Und die verkaufe ich für... Ah nee, guck mal, der hat jetzt beides gekauft. Aber für nur 21 Dollar? Irgendwie klingt das so... Kann ich hier die Preise verändern? Manager... Ah, Produktpreis. Ja, dann mache ich mal 75 draus und hier machen wir 30. Gucken wir mal, was da passiert. Hallo. Musst du schon die neuen Preise? Nee, du hast die neuen Preise noch nicht bezahlt. Ich sag mal hallo. Oh, okay. Hier, aber kann ich dich überraschen? Oh, Blood Hour. Okay, too expensive. Ich mach's wieder runter. Bei wie viel waren wir denn? 70? 25. Hallo, guten Tag, Timmy. Paluten, was machst du denn hier? Du hast jetzt ein... Okay. Das ist ja viel zu teuer bei dir, du Arsch. Ich spucke auf dich. Sag mal, Timmy, was denn los? Es tut mir leid, ich mach dann hier so und so. Okay, der neue Preis. Ich guck mal, was der Scheiß kostet bei dir. Oh, Timmy hat's genommen. Okay, für den Preis kaufe ich's Paletto, aber nur, weil du es bist. Danke, Timmy. Ich wusste, auf dich kann ich mich verlassen. Meine beiden Brüder sind auch hier. Mimi und Simmi. Hallo, Mimi und Simmi. Schön, dass ihr auch was kaufen wollt. Ich küsse eure Augen. Sag mal, Timmy, musst du nicht eigentlich im Bett sein? Nein. Warum bist du eigentlich schon wieder hier? Ich habe Milch auf meine Tastatur gekippt. Sag mal, du ekelhafter Timmy. So, wir haben die ganze Nacht durchgearbeitet. Oha! Junge, das sieht krass aus. Junge, dicke Flatscreen-TVs. Und diese, was sind das nochmal für Dinger da hinten? Nano-Leafs? Irgendwie so heißen die. Die habe ich auch schon mal gesehen. Die haben manche in ihren Gaming-Zimmern. Achso, ich sag euch mal hallo. Ich glaube, das hat, hi, yo, 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 hello. So. Hier, einmal zip, zap, rap. So, ich glaube 10 Kunden. Ey, ich habe euch doch hallo gesagt. Warum kauft ihr nichts? Oh, Timmy, hallo.
Hallo Paluten. Was denn jetzt mit deiner Tastatur passiert? Ich hab draufgekackt. Sag mal. So, guten Tag, Sir. Oh, kurz vor Aufregung bin ich gesprungen. Wir haben jetzt aber schon ein bisschen Kohle gemacht, oder? 600 haben wir offen und das Regal ist voll. Ah, okay, voll ist relativ. So viele Tastaturen haben wir tatsächlich nicht mehr. Aber ich werde jetzt von beiden schon mal was Neues einkaufen. So, guten Tag, Ma'am. Einmal eine geile Maus. Timmy? Hallo, Paluten. Sag mal, Timmy, du bist doch krank. Who hurt you? Weiß ich nicht, Alter. Wer ist das denn? Ey, warum hat er... Sag mal, wieso nennst du mich denn Idiot? Kann man jemand hier was kaufen? Danke. So. So, jetzt müssen wir einen neuen Supplier. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Sind das hier die Tastaturen? Nee. Dann müssen wir das hier mal kurz droppen. Wir müssen hier kurz mal die Tastaturen hinschmeißen. So. Okay. So. Weg damit. Einmal. Oha. Sehr gut. So, Supplier. Nee, Manager war das. Nee, ja, genau. Hier. Oh, Alter. Jetzt wird's geil. 200 Tacken bezahlt, Shop. Oh ja, wir brauchen aber definitiv... Ah nee, Vertical Shelf ist es, glaube ich, was wir brauchen. Damit wir... Ja, das sind, glaube ich, Sachen, die teilweise aufgehangen werden. Aber ist ja geisteskrank teuer. Allein für das Regal muss ich 785 zahlen. Jetzt müssen wir echt mal gucken. Also ich könnte... Aber... Boah, scheiße. Sind das denn alles Sachen, die man aufhängen muss? Wir hätten wahrscheinlich erstmal ein bisschen... Kohle sparen müssen, kann das sein? Ich glaube, ich hole mir einfach nochmal das günstigere Ding. Weil ich muss doch auch die Sachen hier, die muss ich doch auch in dem anderen aufstellen können. Weil das ist viel zu teuer, dieses für 785. Weil ich verdiene auch gar nicht so viel. Gut, wir könnten hier nochmal ein paar Mäuse hinstellen. Where is for me? Ja, Mann, ich hab das noch nicht. So, ich kann jetzt einmal ein neues Regal kaufen. Wie wär's denn mal mit dem Kredit? Lotterie. Ja, das ist doch Verarsche. Nee, das mache ich nicht. Da verliere ich alles. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich kaufe jetzt einmal hier ein Regal. Jetzt habe ich auch nur noch 18 Dollar. Und ich kann die Preise ja auch nicht hochballern. So, sorry für die Verspätung. Hier, alles für euch. Zip, zapper, ab. Da klingelt es in der Kasse. Gut, was wollen wir denn als erstes holen? Nach der Vormila haben viele immer gefragt. Kostet 500 Tacken. Das Ding ist, hier müssen wir auch bald wieder refillen. Mann, Timmy, wie oft willst du hier noch reinkommen? Sag mal, was meckerst du mich an? Kann dir doch egal sein, Drecksack. Sag mal, seit wann ist Timmy... Seit wann beleidigt mich der Kerl? Hat er gar geklaut mit seinem Kollegen? Hä? Ich kenne deine Mutter. Was ist das denn? Warum so frech? Müsstest du nicht schon längst im Bett sein? Ist 22.40 Uhr. Hallo. Wir brauchen aber 500. Hey, hier geht schon wieder alles aus. Ich muss eigentlich die alten Sachen holen, oder? 377. Ja, ich muss erstmal die Sachen hier wieder kaufen. Aber ich sehe echt nichts mit einem Kredit. Gib mir was mit Kredit. Vor allem, ich möchte nicht Lotterie. So, wir hätten jetzt gleich zumindest 500. Vielleicht haben wir darauf eine höhere Marge. Ich probiere es aus. Shop. Ich hole mir 5-mal Vormila. Die neue Tastatur. Guck mal hier, Leute. Bap, bap, bap. Guckt euch das an. So, alle müssen jetzt Vormila kaufen. Hast du eine Vormila? Oha, ja. Oh, kostet 100 Dollar. Also damit mache ich 100 Dollar Gewinn, wenn ich alle von den Vormilas verkaufe. Vielleicht geht da ja noch was am Preis, wenn man mal da 105 macht. Gucken wir mal. Hallo. Oh ja, sie hat 105 bezahlt. Ja, geht, glaube ich, klar. 105 ist da in Ordnung. Haben jetzt auf 468. Da würde ich die einfach gleich nochmal kaufen. Oder halt diese Vormila One und den Blood Aurus. So, jetzt das Ding ist, jetzt haben wir auch gar nichts mehr. Ach, ich hole nochmal die. Das war eigentlich gut, weil man die auch total schnell losgeworden ist. Also die Leute haben Bock auf das Ding. Zack, und direkt wieder verkauft. Oh, lohnt sich schon. Vielleicht könnte man sogar 110 überlegen. Ich probiere es mal. Oh, von diesem Scum 7. Was ist denn die Scum? Ah ja, 8275. Das sind so Headsets. So, mal gucken, ob der sich jetzt über den Preis beschwert. Ah, okay. Aber das ist ja okay. Dann wissen wir bleiben bei der 105. Das ist ja trotzdem nochmal geil. Ich glaube, ich kaufe mal einen Scum. Das hatten wir auch noch nie. Ah, guck mal. Und wir können es auch hier hinhängen.
Das ist doch gut. So, hallo. Oh, jetzt ist hier aber einiges los. Zack, zack. Gut, jetzt haben wir davon keine mehr, aber können uns direkt davon auch wieder welche kaufen. Geil. Zack. Ja, so langsam kriegen wir Schwung rein. Also das ist, glaube ich, ganz cool. Was kostet denn dieses Headset? 82. Dann probiere ich mal 86. Hallo. So, sollten jetzt drauf achten, ob die sich beschweren. Nee. Mit ein bisschen Glück kauft sie. Nee, sie holt sich nur die Tastatur. Ja. Hallo, guten Tag. Keiner. Aber es sagt auch niemand, dass es zu teuer ist. Aber noch hat keiner auch das Headset gekauft. Ah, okay. Chillig. So, gleich haben wir die 500. Und dann hole ich die anderen beiden Produkte. Dann fehlt auch nicht mehr, dann fehlt dieses Blood Gotek, Salami 2S und dann haben wir auch... Oh, aber das ist heftig mit den 1600. So, dann holen wir die beiden einmal. Kaufen. Zack, zack. Oh, dann reicht tatsächlich teilweise der Platz auch gar nicht mehr aus. So, Leute, ich bin da, keine Sorge. Zack, 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 zack. Oh, 615, krass. Okay, das... Oh, ja, okay, da ist aber auch schon wieder alles ausverkauft. Aber ich hole mir erstmal nur den Vormila. Dankeschön. Dann ist das hier die Tastaturenecke. Guck mal, hier ist alles fast voll. So, Leute, der kommt mal ran hier. Also, das muss man schon sagen, man kann sich schon gut hocharbeiten. Es dauert ein bisschen. Jawohl, aber dann geht's auch echt gut. Was ist denn das Nächste, was wir... Ja, diese Blood Gotek. Oder ich würde vielleicht sogar teilweise das Geld für... Ja, ja, doch. Das ist dann einfach chilliger. Ich hole nochmal so ein Regal. Weil Regale brauchen wir so oder so. Ja, dann hole ich jetzt erstmal ein Regal. Weil da können wir dann dieses... Ich weiß gar nicht, Headset oder was fehlt da noch? So, einen klitzekleinen Abstand. Was ist das eine? Ah, nee, das ist eine Maus, die Blood Gotek. Und was da? Ich glaube, das ist ein Handy hier unten. Where is Salami 2? Ja, Mann, Salami 2S kostet 1600. Mir will ja hier niemand einen Kredit geben. Oh, ab Level 8 gibt es wieder neue Produkte. Das werde ich aber erst später holen. Das mache ich erst, wenn ich mir die ganzen Produkte auch leisten kann. Sonst rollen die nämlich rum, wo die ganzen Produkte sind. Also das ist dann ein bisschen... Oh, warte mal, hier sind jetzt schon wieder teilweise Sachen ausverkauft. Warte mal, die Tastaturen. Zack. Warte mal, wir haben jetzt 800. Wir brauchen einmal Warm. Ach, ah ja, können wir uns beides holen. Sehr nice. Schauen wir mal, was ist hier? Ah ja. Bei dem anderen warte ich, bis es ausverkauft ist. Sonst ist es nämlich so ätzend mit dem Auffüllen. Ah ja, okay, ist jetzt ausverkauft. Chillig. Wartet, Leute, ich hab den Nachschub. Alles, oh ne, jetzt sind auch die Kopfhörer sind auch ausverkauft. Plötzlich drei Leute hier. Zack. Alles verkaufen. Wunderbar. 500. Da kaufen wir direkt die Dinger einmal. Es gibt ja auch keine Liefergebühr oder so. Das ist ganz chillig. So, Kopfhörer. Bap, 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 bap. Und dann müssen wir nur gleich nochmal die Mäuse holen. Na komm, einmal. Sehr nice. Ja, ja, jetzt können wir uns da die Mäuse auch leisten. Und 400. Ah, warte. Kann ich mir sogar. Zack, die beide. Cool. Jetzt müssten wir doch jedes Produkt außer das teure Handy haben. So, hier kommen die neuen Mäuse hin. Sehr cool. Und dann die Dinger hier. Sehr gut. Das wird doch. Vor allem die Leute kaufen ja immer mehr. Jetzt müssen wir hier mal den Preis anpassen. Manager, Produktpreis... genau, die Maus, würde ich sagen, probieren wir mal für 45. Hier können wir mal auf 67 gehen. Hallo. Oh ja. Oh, da ist eine lange Schlange. Zack, 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 zack. Oh, wir haben jetzt auch Level 8. Aber wie gesagt, ich warte erstmal mit den... Ja, ja, weil sonst wollen die auch diese Produkte... Oh, ein PC-Lüfter. Geil. Wir müssten jetzt eigentlich warten, bis wir mal 1600 haben für dieses Handy. Weil dann haben wir ja wirklich alles. Zumindest alles, was wir zu dem Zeitpunkt freigeschaltet haben. Ich guck mal, ob... Ja, ja, I came here for Salami. Oh, da ist schon wieder alles weg. Junge, what? Ja, da brauche ich jetzt aber hier schon wieder... Shop. Die Maus.
Die Maus, die Tastatur. Wartet, Leute, ich bin sofort da. Die andere Tastatur kommt sofort, wenn ihr wieder ordentlich gekauft habt. Ja, Wollo, das ist doch gut. Das ist doch sehr gut. Dann kommt hier einmal der Klassiker. Ich bin ja auch nur am Rennen. Da habe ich meine 10.000 Schritte heute easy. So, boah, direkt 4 Leute. Papp, 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 papp. Schön rein da. Also es scheint nichts überteuert zu sein. So, du kommst dran. Boah, 887. Ja, wir warten gleich mal ab. Von den Mäusen, da ist auch noch ein bisschen was da. Aber wir kommen nicht auf 1600. So, ja, sehr nice. Gleich auch schon Level 9. Oh, aber wir haben jetzt 1000. Ja, aber wir müssen das alles wieder voll machen. So, komm du auch noch mal her. Zack. Okay, wir brauchen eigentlich so gut wie alles, außer die einen Mäuse. Das brauchen wir, das, das und das. War das jetzt richtig? Ja, hoffentlich. Zack. Oh, das kennen wir nur noch aus dem Supermarkt-Simulator. Ja, jetzt haben wir das Problem, dass natürlich hier einmal das Headset noch am Start ist. Genauso wie hier bei den Tastaturen. Warte kurz, Kollege. So, die ist auch noch einer am Start. Ja, holt euch mal die ganzen anderen Sachen da. Hier war allerdings... Oh, was ist das? Was hat er gerade gesagt? So, wartet, Jungs. Super. So, die können wir jetzt hier wieder hinballern. Sehr nice. Genauso wie die Tastaturen. So, moin. Perfekt. So, hier können wir jetzt warten, bis einer nochmal so ein Headset kauft. Hallo, willst du ein Headset? Kaufst du es direkt aus dem Karton oder was? Yo, und das letzte Headset. Sehr cool. Danke, Timmy. Oh ja. Das klingelt. Mit ein bisschen Glück. Ja, obwohl die Mäuse sind auch jetzt gleich hier wieder aus. Ups. Keine Ahnung, warum ich da plötzlich gesprungen bin. Aber an sich mit ein bisschen Glück könnten wir vielleicht jetzt gleich mal die Handys kaufen. Weil die haben wir echt noch kein Mal verkauft. Kostet auch 1600, aber es sind 12 Stück drin. Da müsste man, glaube ich, auch eine gute Marge haben. Ja, wer ist nur Salami? Ich kaufe ja gleich Salami. Wer nennt denn sein Handy überhaupt Salami? Oh ja, die Tastaturen sind gleich schon wieder weg. Also Salami muss wirklich viel Geld jetzt gleich machen. So, ihr drei, ihr müsst jetzt viel kaufen, okay? Oh ja. Oh, lecker Schmecker. Es fehlen nur noch 150. Dann können wir auch die saftigen Handys verkaufen. Hallo, guten Tag, Sir. Wie kann ich Ihnen helfen? We know each other. Nee, wir kennen uns nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. I came here for... Ja, Mann! Einer muss mal kaufen. Danke. Finde ich super gut, super gut. Ja, warte, jetzt kann ich Salami kaufen. Einmal Salami, bitte. Alter Schwede, jetzt wird Salami verkauft. Zack. Da ist es. Hier unten ist noch Platz. Jawollo. So, jetzt müssen wir aber auch die Preise von der Salami anpassen. Jawohl. Salami 144. Da machen wir saftige 150 draus. Das ist, glaube ich, ein guter Preis. So. Kauft hier jemand gleich Salami? Oh, da haben schon Leute Salami gekauft. Aber ich weiß noch nicht, ob sie es für den neuen Preis gemacht haben. Das ist natürlich das Problem. Jetzt müssen wir sowieso mal schauen. Die gelben Tastaturen sind ausverkauft. So, aber sagt niemand, dass es zu teuer ist. Das ist doch schon mal gut. Aber irgendwie kauft auch niemand was. Das ist nicht so gut. Oh, warte mal. Aber irgendwer hat da irgendwer gemeckert? Ist Salami zu teuer? Ah, die konnte sich Salami nicht leisten. Tut mir leid. Okay, dann lass uns aber 148 für Salami machen. So, wir müssen jetzt erstmal gucken. Oh ja, ja, okay. Ja, ich kaufe dir das wieder ein. Die und die Tastatur auch. Oh, kann ich mir nicht leisten. Bin zu pleite. Ich kaufe dann lieber Headset. Obwohl, warte, Salami? Ja, ein Salami. Zack, Alter. Endlich will jemand Salami kaufen. Zack. Das schmeiße ich mal hier hin, weil das hätten wir eigentlich noch gar nicht gebraucht. Da waren noch zwei da. So, aber die sind am Start. So, jetzt können wir langsam alles wieder aufbauen. Viel Spaß mit der Salami. Dann einmal die Standardmaus. Die wird eingekauft. Perfekt. Jetzt müssen wir langsam wieder alles aufbauen. Hier die Oldschool-Mäuse. Zack. So, wollt ihr... Ja, genau. Kauft mal schön alle Salami. 475. Dann können wir die Kopfhörer. Die sind nämlich auch ausverkauft. Oh, die habe ich sogar falsch platziert, die einen Mäuse. Aber das ist egal. Jetzt sind da drei Reihen. Ist eigentlich nicht so cool.
Hauptsache, da kaufen jetzt die Leute ein bisschen was. Guten Tag. Einmal bitte. Wunderbar, danke. Where is Formula? Was war Formula One? Formula, ach so, ah, die Tastatur. Ist die jetzt ausverkauft? Ja, tipptopp. Dann ist Formula One da. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist diese eine Maus. Ansonsten haben wir erstmal aktuell alles. Stimmt, damit haben wir dann alles, was es gibt. Die Blood Gotek kaufen bitte. Die müsste hier jemand kaufen, damit ich die nach da oben stellen kann. Weil sonst habe ich zu wenig Platz. Aber ich hau die erstmal hier hin. So, Leute, kommt ran hier. Sehr gut. Einmal so. Oh, Alter, Tim, wie verrückt. Das war krass. 1000 Ditcher haben wir jetzt schon wieder. Ja, aber das Problem ist, dass Salami ist bald ausverkauft. Also da müssten wir schnell nachordern, wenn wir alle Salamis verkaufen. Oh, Alter. Ja, könnte durchgehen. Oh ja, nochmal ein Salami. Ja, wir könnten Salami nachordern. Lass machen. Weil das geht auch gut durch. So, Salami wird aufgefüllt. So, genau. Kauft mal hier schön die Salami. 400. Wir brauchen auch gleich neue Tastaturen. Ja, die kosten aber 500. Kaufst du? Ja. Ehre. Ah, toll. 5 fehlen. Die Tastatur ist die XXL. Hallo. Oh ja, sehr nice. Danke. Dann direkt rein damit. Oh, jetzt fehlen Headsets. So, wenn wir gleich genügend Kohle haben, die Headsets. Fast. Na komm. Jawohl. Und dann haben wir jetzt, glaube ich, wieder alles vorrätig. Ja, sehr geil. Guck mal hier. Alles am Start. So, ja. Holy. Ui, wo hat der Kleine so viel Geld? Ui. Man könnte fast jetzt schon mal gucken, ob man ein bisschen upgradet, ne? Aber wenn, hier nur für den PC-Lüfter und so. Ich glaube, das hier ist ein Motherboard oder so. Das wäre schon nicht schlecht. Aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen mehr Kohle verdienen. Weil hier fehlen zum Beispiel schon wieder die einen Mäuse. Genau, auch gut, die kosten nur 200. Haben wir mittlerweile gut im Griff. Irgendwas hat der kleine Junge aber gerade gesagt. Achso, der wollte wahrscheinlich eine von den Mäusen haben. So, jetzt rabbelt es hier wieder im Karton. Oh, Batz. Sehr nice. 1400. Oh ja, aber da fehlen auch. Ja, die beiden Tastaturen müssen wir einmal nachkaufen. Zack, zack. Können wir sie zumindest schon mal in den Laden stellen. Oder notfalls auch gleich können wir da auch. Ja, guck mal, die sind sogar alle weg. Dann können wir auffüllen. Und hier einfach das, was fehlt. So, sorry, Leute. Man hat hier aber keine Mitarbeiter. So, was macht denn die Salami? Oh ja, Salami-Handys sind noch da. Headsets könnten auch gleich noch mal rein. Oh, wieder vier Leute. Okay, zack, 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 zack. Oh, jetzt müssten wir eigentlich mal richtig... Alter, wir haben 2000. Komm, wir machen. Wir gönnen uns Upgrade. Supplier. Zack, Junge. So, jetzt können wir mal gucken. Shop. Das große Regal kostet 700... Aber... Doch, ich gönn mir das große Regal. Zack, Junge. Weil das müsste dann ja auch wirklich doppelt so groß sein. Doppelt so viel... Oh, ich hab's fallen... Was? Ah, nee, da ist es. Ich dachte, ich hätte es fallen lassen. So, das kommt mal hier hin. Oh ja, das hat, glaube ich, echt eine gute Kapazität. Oh Gott, Alter, wie viele Leute hier plötzlich sind. Zack, zack, yo. Randa, ja, sorry, tut mir leid. Alter, das war krank. Warte mal, hier brauchen wir jetzt gleich hier fast schon wieder neue Tastaturen. Also, das war's schon mit denen. Easy. Heftig. So, komm mal ran hier. Wollen wir dann auch schon diese neuen PC-Lüfter? Aber was ist das? Ist das ein... Ah, das ist ein Netzteil. 1000 Watt. Ah ja, und das ist auch ein Netzteil. Das ist kein Lüfter. Oh, guck mal, das Apple. Für 1000... Oh ja, guck mal, lass uns das mal reinmachen. Da könnten wir, glaube ich, eine gute Marge mitmachen. Wenn Leute da Bock drauf haben. Und jetzt müssten hier wahrscheinlich auch alle hinpassen, ne? Warte, hier muss ich wirklich gucken, ob alles... Ja, ist leer. Perfekt. Kurz mal Preis anpassen. Ja, das würde ich mir... Wir probieren da mal 170. Wieder viele Leute. Oh ja, Alter, da ist viel weg. Oh ja, ja, hier ist ja auch so gut wie alles leer. Ich hole aber trotzdem dann nochmal hier das Handy. Oh, das kann ich mir nicht leisten. Schade. Gut, dann gehen wir hier einkaufen. Okay, das reicht. Dann können wir zumindest ein paar Waren wieder auffüllen. Oh, warte, hat der eine gerade irgendwas zu irgendwas gesagt? Zu meinen Sachen? Oh, was? There is no Formula One. Ja, ja,
Wir müssen ja erstmal wieder hier ein bisschen... Oh, ja, er hat too expensive gesagt. Dann müssen wir da mal gucken, dass wir das ändern. So, sorry Jungs, ich kassiere euch erstmal ab. Naja, da ist auch niemand, der das Handy gekauft hat. Dann machen wir mal 168. Oh ja, sie haben es gekauft. Okay, das ist doch ganz cool. Jetzt können wir mal nochmal die anderen Sachen. Warte mal, die haben... wir brauchen eigentlich so gut wie alles wieder. Die Frage ist... Ja, ich habe nicht genügend Kohle. Total 1400. Vielleicht haben wir Glück und kommen hier auf 1400. Jawohl. Oh ja. Einmal kaufen. Das Gute ist, man setzt ja wirklich viele, viele Sachen um. Also jetzt nicht so, dass irgendwie alle Jubeljahre nur einer kommt, der mal irgendwie was kauft. Sondern die Leute haben Bock auf Paletto's Mediamarkt. Wo geht ihr? Das klingt ja ein bisschen blöd, aber geht ihr lieber zu Mediamarkt oder Saturn? Ich weiß, das ist alles das Gleiche. Aber irgendwie weiß ich nicht. Ich fand, Saturn sah immer krasser aus. Ich mag auch Mediamarkt. Ist ja, wie gesagt, ist ja alles das Gleiche. Und ich war immer sehr froh, dass es so einen Store überhaupt gibt. Weil gerade als YouTuber, manchmal brauchtest du einfach schnell noch irgendwie ein Kabel oder sonst was. Und wenn du es online bestellt hättest, das wäre nicht rechtzeitig gewesen. Du brauchst es ja sofort. So, was fehlt hier eigentlich noch? Headset? Stimmt, Headset. Ah ja, und das Salami-Ding. Das ist natürlich schlecht. Weil das, für das Salami-Ding brauchen wir ja nochmal richtig viel Kohle. Ich meine, wir könnten natürlich gucken, dass wir noch so andere Sachen kaufen. Hey Leute, ihr müsst mal hier das Apple-Ding. Das Apple-Phone. Haben wir eigentlich schon wieder einen neuen Supplier freigeschaltet? Tatsächlich. Als ob. Junge, der Xbox, PlayStation. Oh, Junge. Okay, das ist geil. Und hier sind dann so die ganzen Apple-Produkte. Bei Level 16. Krass. Oh, oh Gott. So, Leute, hier bitte. Zack, zack, 1400. Okay, wir sind fast an dem einen Handy dran. Das ist ganz gut. Sehr nice. Shop. Einmal das Salami. Was soll das Salami eigentlich sein? Also welches Handy? Weiß das jemand? Ist egal, weil Salami ist jetzt da. Zack, schön so aufgereiht. So, Leute, ihr bekommt alle das, was ihr wollt. So, Leute, ich würde sagen, unser Mediamarkt hat ganz gut geballert. Also, wir haben echt viele verschiedene Produkte freigeschaltet. Leute, wenn es euch gefallen hat, bei Paletto's kleinem Mediamarkt am Start zu sein, dann schallert gerne ein Like rein. Schaut wie immer gerne auf paluten.shop. Hört euch die neueste Folge vom Elfchen mit Käffchen Podcast an. Und habt ansonsten einfach nur einen traumhaften Tag. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.